Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen bei Swords of Garantua. Ja, das ist die Closed Beta. Ich habe da ja mal ein Video zur Demo gemacht. Das war so eine kleine Demo, die recht vielversprechend war. Aber jetzt ist die Closed Beta raus und ich bin echt gespannt, was sich in dem Game so verändert hat, was sich getan hat. Und ja, ich würde sagen, schauen wir mal rein und viel Spaß. Okay, als allererstes müssen wir unsere Höhe angeben. Ich stelle das hier auch mal auf Zentimeter. Ich bin ungefähr 1,83 groß. Nehmen wir jetzt unser Skelett. Ist ungefähr wie damals bei der Kinect, da hat man ja auch so ein komisches Skelett gesehen. So, jetzt sollen wir unsere Hand aussuchen. Ich bin Rechtshänder, also. Long ago, the Alpha, who had existed only among the stars, descended to this world. And prospered. Wow, schon mal sehr geniale Musik. Wow, hier ist irgendein. But amusing themselves with frivolous wars, Krieg. They brought about the destruction of the world. Only the smallest and most insignificant of creatures managed to escape the notice of the Alpha. Sieht sehr cool aus, auch wenn es nur ein 360-Grad-Bild ist. Wow. The ebb and flow of time continued. And even great sind die Riesen. Were reduced to mere pebbles. Gargantua. In the end, it was the godlings, created by the Alpha to play in their wars, that brought about their end. I am one such godling, surviving in the darkness. Lost somewhere between life and death. Ich brenne! The time has come for the creature called man, small though he may be, to stand against the gods. Sehr stimmungsvoll, das Ganze, finde ich. Wow. Man's battle will be hard fought. The loss of life. Ein Riesenfriedhof. Will be immeasurable. Wie riesig das aussieht. My name is Astraea, and with profound sadness in my heart, I have prayed for a weapon with which to fight. Man will be that weapon. A weapon to protect what life remains. A weapon to forge a new destiny. You who are without sin. Ich bin ohne Sünde. Will be the weapon to destroy the Gargantua. Okay, hier waren wir schon mal in der Demo. My name is Astraea. Can you hear me? Ja, ich kann dich hören. You have only just arrived on this world. You must calm yourself and take note of your surroundings. There is no time to lose. For the time being, just focus on my voice. You must be strong. You must become powerful enough to fight. Bin strong. To do so, you must train. Ja, nein, you will need to hone your skills. Defeat our enemies and prove to me that you are indeed a weapon powerful enough to slay a god. I have removed the magic that bound you. Your body is once again your own. Kann ich mich nicht bewegen? Walk. Now, take your sword. Okay.
Also man kann die ab und zu durcheinander ziehen, aber normalerweise geht das halt nicht. Und der Klang ist geil. Ja, komm. Oh nein, den kenne ich noch von der Demo. Dieser Riese, der ist mir doch entgegengesprungen. In diesem Saal fühlt man sich so klein. Oh je. Na komm, Junge. Wow. Alter, das Schwert. Nee, ist klar. Allein der Griff ist größer als ich. Jetzt? Quest Start. Kein Problem. Wow. Boah. Nee. Jutheit. Alter, dein Ernst? Okay, ich denke, das sollte so sein. I see you have returned to us. The ja, giants hallo. Destroyed you, ja. But I have repaired your broken body. Die haben mich richtig durchgenommen. My name is Astraea. I offer power and guidance to any who would fight. What you see before you is merely a projection. My true form watches over you from the darkness. Okay. Your memories schaut auf mich aus der Dunkelheit. And it may be difficult even to remember who you are. Das ist die Böse. The godling giants despise those with the power to truly control this world. Defeat your enemies and take back this world. That is your destiny. Put forth your hand and be healed. Okay. You have a sword at your side. Returning it to its sheath restores its durability. Soll ich machen? You may also use a shield to defend against incoming enemy attacks. Aber manchmal glitscht er durch. This safe zone will soon disappear. Ah. Leave here. Jetzt kommen Gegner. And face your enemies. Okay. Na komm, Junge. Ha! Stirb! Press cleared. Ich habe 5 Sterne gekriegt. Dann kriegt ihr immer so eine Sternebewertung. Und kommt dann eventuell weiter. Also wir sind jetzt weitergekommen, also next. Jetzt wird uns so ein bisschen erklärt, wie das Ganze hier abläuft. Use your sword to strike the sword of your enemy and create an opening in their defense. Stirb! Ach, da kommt noch einer. Na komm. Oh, ich komme hier nicht raus aus der Zone. Okay, jetzt muss ich ihn reinkommen lassen, oder? Ne. Warum komme ich nicht raus aus der jetzt? Das Schwert will ich gerne haben. Was hat hier? Schade. Okay, ich hatte vorher ja schon ein bisschen gespielt. Ich habe diese Waffen hier freigeschaltet, also man kann hier wirklich die Waffen freischalten und sich dann aussuchen, mit was man dann startet. Das ist jetzt die Anfangswaffe, danach kriegt man Morgenstern und so weiter, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Genau, wir haben jetzt hier so eine Kraft. Dann haben wir so ein, ja, die Waffe aufgeladen. Und wenn jetzt ein Gegner kommt,
Das habe ich auf den Boden geschmissen. Kann ich jetzt nochmal aufladen? Nö. So. Also der war schnell hinüber. Okay, 4 Sterne ist auch okay. Kann ich mit leben? Chris! Reach out Chris Reality! And touch your injured ally to revive them. Ne, ist natürlich nicht Chris Reality, aber falls ihr seinen Kanal noch nicht kennt, ich werde den unten mal in die Beschreibung verlinken. Hat einen coolen VR-Kanal auch und ja, jetzt steht er mir hier zur Seite. Finde ich echt nett. Komm Chris, wir müssen kämpfen. 2 Schwerter sind immer besser als 1. Na komm. Gut gemacht. Weak Point Attack, also ein Punkt, wo die ganz schwach sind. Die Gegner kann man natürlich auch treffen. Ich glaube, das war hier dieses leuchtende Herz auch. Kann man nachher mal probieren. Da ist der Chris wieder. You must protect the mana absorber from enemy attacks. Machen wir das doch. Oh, da sind unsere Gegner. Jetzt versuchen wir mal den Weak Point zu treffen. Jetzt hat er mich getroffen. Mando. Also diesen Punkt meine ich. Make use of every skill at your disposal to defeat your enemies. Genau, wenn ich hier den linken Trigger drücke, das wird uns später noch erklärt, aber das kann ich euch jetzt schon zeigen. Wenn ich gehe nach da oder da, dann springt er. Das klappt nicht immer. Aber so kann man auch ausweichen. Ist natürlich schade, dass wir nicht treten können. Wieder Lebensenergie holen. Ach, geht direkt weiter. Nee, doch. Das ist Astrea. Hallo Göttin. Full recovery of your memory will take time. But fighting is in your blood. Rely on your muscle memory. There is nothing more I can do for you. Muskelerinnerung. The rest is up to you. From the darkness, I pray for you. From the darkness, also die guide you. Ist doch dann nicht wirklich gut, oder? Na komm, nehmen wir mal den Morgenstern. Der konnte auch was. Da liegt schon einer. Nimmer zwei. Ist immer gut. Na komm, Kollege. Schnell heilen. Okay. Okay, der hat uns nichts gezogen. Hier muss man echt aufpassen, dass man... Snap-Turn muss man ein bisschen besser funktionieren. Dass man nicht irgendwie gegen die Wand haut. Weil man verliert ja schnell den Überblick. Press clear. 3, 4 Sterne. Morgenstern, oh Morgenstern. Neue Gegner.
Och, sind die süß. Mit der groben Kelle. Verletzt er mich auch noch? Komm her. Geh mal die Füße weg. Da ist noch einer. Genau, wir haben mit dem rechten Trigger, können wir so eine Verfolgung machen. Dann bleiben wir immer im Ziel. Jetzt habe ich gegen die Wand gehauen, war ja klar. So. Ja, passiert ja echt schnell. Man muss hier echt viel Platz haben, finde ich. Das ist so ein bisschen Manko vom Game, dass man relativ schnell die Gegner auch im Rücken haben kann. Und Snapturn gefällt mir noch nicht so ganz gut. Ich weiß nicht, ob man das noch umstellen kann. Okay, machen wir mal nächste. Natürlich, wenn man einen riesen Raum hat, ist das natürlich egal. Habe ich aber leider nicht zur Verfügung, von daher... Okay, wir haben nur die drei erstmal. Versuchen uns natürlich jetzt zu umrunden. Der tritt mich doch direkt. Och. Schnell aufladen. Da kommt bestimmt noch was. Ne, das war's. Okay. Da ist natürlich positiv, dass die Gegner einen auch versuchen zum Runden, also spricht für die KI. Aber wenn man wenig Platz hat, ist das echt schwierig. Was haben wir hier? Einen kleinen Dolch. Och nö. Ich muss gleich wieder mal das Schwert auswählen und dann werden wir mal versuchen. Das Schwert mal nochmal aufzuladen. Schnell. Energie, Energie, Energie. Ach, ist eh vorbei. Okay. Jetzt wählen wir echt das Schwert aus und laden das mal auf mit dieser Power, die wir da haben. Ich weiß gar nicht, ob das mit allen Schwertern geht. Aber wir nehmen das mal. Und los. Geht wahrscheinlich nur, wenn wir hier in diesem Modus sind. Oder wann geht das? Oh je. Ich muss wieder aufladen. Jetzt kann man aufladen. Komm. Komm schnell. Hat ja nicht mehr gehalten, diese Aufladung. Also mir fehlt jetzt hier wirklich so ein Rennmodus, dass man auch mal abhauen kann vor diesen Typen. Hat uns natürlich niedergestreckt damit. Boah. Steh auf.
krieg's nicht aufgeladen. Und das war's. I'm dead. Okay. Okay, dann nehmen wir uns jetzt kurz das Schild. Und so ein paar Angriffe abwehren wenigstens. Ich will den da reinstechen. Ne. Boah, sind die stark, ey. Oh, darf ich für mich aufladen? Oh je. Auf jeden Fall was gebracht, das aufzuladen. Also wir haben den gerade direkt die Hälfte der Energie, glaube ich, abgezogen. Dealt Killing Blow with a Short Sword. Okay. Weak Point Attack haben wir gemacht. Medium Sword. Probieren wir das mal. Ob wir das auch nachher aufladen können, müssen wir gleich mal probieren. Oh, was ist das? Okay. Du bist jetzt dran, Junge. Ach, der hält ja gar nichts aus. Okay, nicht gut. Ich will mal euer Schwert haben. Oh, da ist noch einer. Okay, kein Problem. Kein Problem. Ich hab noch Platz zur Wand. Puh. Okay, das können wir auch aufladen. Dann schauen wir mal. Ach, da ist sie wieder. So, jetzt. Ja, die erklärt uns jetzt, dass wir hier mit dem rechten Trigger fokussieren können. Aber es ist echt Motion Sickness anfällig. Also für Leute, die da empfindlich sind, macht das nicht. Lass es sein. Kann man jetzt auch mit dem Schild? Ne. Ist natürlich schade, dass man das nur wirklich verwenden kann. Ne, jetzt auch nicht. Okay, also. Wenn man dieses Schwert voll aufgeladen hat, dann geht das erst. Okay. Jetzt verstehe ich es erst. Dieses Schwertsymbol. Mann, du Nudel. Oh Gott, oh Gott. Ich muss schnell das zweite hier haben. Jetzt kommt wieder Linsenabstand hier. Jetzt hau nehme ich hier weg.
Oh, der nervt, der Typ. Komm, wir schalten ihn aus. Ach, eben ging er schneller. Na komm. So, jetzt habe ich Zeit für dich, Junge. Also mir fehlt hier echt ein Modus, wo man ein bisschen schneller rennen kann. Vielleicht gibt's den auch und ich finde den gerade nicht. Keine Ahnung. Focus on your enemies. Predict their movements. Okay, wir nehmen uns jetzt das Schild wieder. Weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll. Alter. Auch geil, dass er eine Attacke nach der anderen machen kann. Kümmern wir uns direkt um diesen Riesen da. Okay. Ich muss mal kurz gucken, wo ich bin im Raum. Also das ist meine größte Angst, dass ich immer wieder gegen die Wand hau hier. Ja, da kommen die mit ihrer Mega-Attacke hier, ne, ist klar. Fuck, ey, schon wieder. Das Spiel könnte was für die Galerie werden hier. Schon zweimal gegen die Wand gekloppt hier. Mann, Mann, Mann. Das Schwert gefällt mir aber auch nicht, ist irgendwie zu kurz. Habe ich noch nicht probiert. Ja. Hey. Probieren wir das mal. Ich weiß aber auch nicht, ob man das aufladen kann. Okay, holen wir uns mal das hier noch. Das sieht sehr gut aus. Oh! Komm, Elite! Ich komme davon keine zwei gleichzeitig, das wäre übel. Ja, jetzt kommt der auch noch. Alter! Das ist schon arg schwer, finde ich. Also meiner Meinung nach. Na komm! Pieks! Machen wir die andere Attacke hier. Das Schwert hat keine Power.
Du kriegst sie jetzt, Junge. Du kriegst sie jetzt. Alter, schon wieder gegen die Wand. Ich geh kaputt hier. Also, es gibt echt kein Spiel, wo ich so oft gegen die Wand gekloppt habe. Wahnsinn. Aber habt da wenigstens was zu lachen. Veteran. Nein, du musst mich noch aufladen lassen. Du musst mich noch aufladen lassen. Ha, du hast keine Chance, Junge. Nein, komm, noch ein. Der braucht nur einen Schlag. Jawoll. Boah, Leute. Okay, jetzt haben wir eine große. Das Langschwert, eher gesagt. Boah. Die Sniper-Elite. Oh je. Also ich müsste mich mehr schneller drehen können, damit ich nicht immer wieder gegen die Wand haue. Das Gute, er ist genau im Schussfeld. Oh komm! Das hat er nicht gehauen, weil ich zu nah dran war. Das ist echt hart. Ja Leute, ich würde aber sagen, wir beenden hier die Folge. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Falls ihr noch kein Abo gegeben habt, haut doch mal auf den Abo-Button. Und ja, falls ihr immer wieder informiert werden wollt über neue Videos, die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer wieder informiert, wenn ein neues Video rauskommt. Ja, Leute, das war Swords of Gargantua. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.